dem größten Erbe der Antike beschäftigen, und zwar mit dem Christentum. Das Christentum ist zusammen mit dem Islam die größte Religionsgemeinschaft, wobei es natürlich bei Christen und auch im Islam wieder verschiedene Glaubensrichtungen gibt. Aber dennoch, das sind mit Abstand die beiden größten Religionsgemeinschaften heute. Als Ausgangspunkt ist das eine ganz gute Idee, wenn man sich selber mal überlegt, man kennt jemanden, der dieser Religion angehört, was ist da wichtig, nach welchen Prinzipien leben diese Menschen heute und wie sehr prägt das ihre Lebensrealität und auch ihre Vorstellungen. Was da zum Beispiel herauskommen könnte, ist die Frage, wie man in den Himmel kommen kann, also die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod. Und hier gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, dass mögliche Antworten, dass der Glaube an einen Gott oder an Gott wichtig ist. Monotheismus, ganz wichtig. Es gibt nur einen Gott, keinen Vielgott-Glauben. Oder dass man die 10 Gebote aus dem Alten Testament einhält. Und naturgemäß gibt es hier natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, die sind teilweise auch individuell sehr unterschiedlich. So, was ich jetzt gerne herausnehmen würde für das Christentum, ist eine Stelle aus der Bibel, und zwar aus dem Evangelium nach Matthäus. Das ist eines der 4 Evangelien im Neuen Testament, die über Leben und Wirken von Jesus berichten. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte diese Stelle versuchen, auch als historische Quelle zu analysieren. Dazu gebe ich jetzt einmal ganz kurz den Inhalt dieser Stelle wieder. Jesus kommt am jüngsten Tag zurück auf die Erde und versammelt die Gerechten und sagt ihnen, dass sie eben das Himmelreich in Besitz nehmen, weil sie ihn, als er hungrig war, zu essen gegeben haben, weil sie ihm, als er durstig war, zu trinken gegeben haben, weil sie ihm, als er ohne Kleidung war, Kleidung gegeben haben und so weiter. Daraufhin fragen diese Auserwählten: Wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder dich durstig gesehen und dir zu trinken gegeben? Weiter geht es mit der Frage, wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und dich aufgenommen? Und für mich als historische Quelle besonders interessant, wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir zu Besuch gekommen? Ja. Und auf diese Frage antwortet Jesus schließlich laut dem Evangelium nach Matthäus: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nachlesen kann man diese Stelle hier zum Beispiel. Das ist die Ausgabe, Online-Ausgabe der Bibel von der Universität Innsbruck. Ich komme dann später nochmal auf dieses Evangelium zurück, um dann zu erklären, wie man das eben zusammen mit anderen Stellen als Quelle verwenden kann. Ja, nicht vergessen sollte man jetzt in dem Zusammenhang, obwohl es eigentlich eh relativ klar ist, ist natürlich, dass das Christentum aus der jüdischen Religion entstanden ist. Und wie man hier auf der Karte sehen kann, die Karte ist zwar jetzt, stellt zwar jetzt den Zeitraum 600 nach Christus dar, also schon das Frühmittelalter. Allerdings war auch schon vorher im Römischen Reich, waren jüdische Gemeinden sehr weit verbreitet. Und diese sogenannte Diaspora der jüdischen Gemeinden im gesamten Römischen Reich hat auch eine gewisse Rolle gespielt bei der Verbreitung des Christentums. Und hier auf dieser Karte sieht man zum Beispiel die ersten frühen christlichen Gemeinden, wo die entstanden sind. Und wenn man das vergleicht, da sieht man schon also einige Gemeinden, die also ungefähr dort sind, wo vorher auch jüdische Gemeinden waren. Und
Es war eben so, dass in den ersten Jahrzehnten, sage ich mal, des ersten Jahrhunderts zumindest, das Christentum und das Judentum noch nicht so ganz klar voneinander getrennt waren. Teilweise auch Juden dann zu Christen wurden und insgesamt das Christentum eben auch dann zusätzlich Leute aus der Bevölkerung, sozusagen aus der heidnischen Bevölkerung, eben für das Christentum gewinnen konnte. Und da ist dann eben die Frage, was war so attraktiv eben an diesem neuen Glauben? Und dazu möchte ich vier Thesen vorstellen. Thesen heißt, das sind jetzt mal Behauptungen, die man dann mehr oder weniger gut beweisen kann. Erste These, und das ist schon in der jüdischen Religion angelegt, die jüdische Religion im Unterschied zur griechischen antiken religiösen Vorstellung oder auch zur römischen, sieht die Geschichte als eine Heilsgeschichte, die sozusagen auf ein gutes zukünftiges Ende zusteuert, auf eine Erlösung durch den Messias und den Sieg der Gerechtigkeit. Und diese Vorstellung, würde ich jetzt mal sagen, hat natürlich eine gewisse Attraktivität. Dann die zweite These, und das möchte ich dann nachher noch mit einer Quelle untermauern, ist, dass diese frühchristlichen Gemeinden, also wir sprechen jetzt von den ersten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten nach Christus, auch, aber nicht nur, aber auch Gemeinschaften zur gegenseitigen, das heißt solidarischen Unterstützung bei Armut oder Hilfe im Fall von Krankheit und so weiter waren. Ganz kurz jetzt hier zur Anmerkung. Ich finde, diese These zum Beispiel lässt sich mit der Stelle aus dem Evangelium nach Matthäus, die wir schon kennengelernt haben, sagen wir zumindest ein wenig untermauern. Dann die nächste These, das ist jetzt vielleicht weniger eine These zur Entstehung, das wäre eher jetzt die Frage, wie konnte das Christentum sozusagen überleben? Es gab nämlich seit der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts eine ja, sehr, sehr breite Verfolgung. Es gab immer wieder Verfolgungswellen und alle Christen, die sich eben geweigert haben, den Kaiserkult zu befolgen, wurden mit dem Tode bestraft. Und da gibt es zahlreiche Märtyrer und Märtyrerinnen. Eine davon haben wir kennengelernt in dem Text über die heilige Corona. Und die Frage ist jetzt natürlich, wieso konnte das Christentum eben überleben? Und da wäre jetzt eine These, eine mögliche Erklärung, dass natürlich die Widerstandskraft durch den Glauben an den Sieg der Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal, oder die Belohnung der Unterdrückten mit dem ewigen Leben, dass das natürlich eine gewisse Überlebenskraft gegeben hat oder zumindest keine große Angst vor Tod und Verfolgung zur Folge hatte. Gut, jetzt möchte ich noch einen Ausschnitt aus der Bibel als schriftliche Quelle analysieren. Und zwar möchte ich hier eine Quelle, in dem Fall die Apostelgeschichte oder einen Ausschnitt aus der Apostelgeschichte als Quelle verwenden und die These überprüfen, inwiefern jetzt diese Quelle einen Hinweis gibt darauf, dass die frühen christlichen Gemeinden Gemeinschaften zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung waren. So, ich lese das jetzt nicht vor, das bitte selber lesen. Es geht also darum, diese Geschichte hat eine Überschrift, nämlich die Gütergemeinschaft der frühen christlichen Gemeinden. Auch das kann man übrigens online bei der Universität Innsbruck in der Bibel gerne nachprüfen. Und ja, das wäre jetzt eigentlich auch die Aufgabe, die ihr habt. Also inwiefern kann jetzt hier mit Hilfe dieser Quelle diese These womöglich gestützt werden? So, abschließend möchte ich jetzt noch mit der weiteren Geschichte, also wir haben jetzt einmal die frühe Entwicklung uns ein bisschen angeschaut und da haben wir gelernt, dass es eben über mehrere Jahrhunderte eine Verfolgung gab und das ändert sich dann eben
Dazu ist zu sagen, dass am Anfang man sich das Christentum jetzt nicht als so einheitliche Religion vorstellen sollte. Also es gab natürlich schon sehr viele Grundsätze, die von allen geteilt wurden, aber es gab auch schon gewisse unterschiedliche Glaubensrichtungen. Das ändert sich dann erst ab dem 4. Jahrhundert. Und im 4. Jahrhundert, das ist dann eben der Wendepunkt hier mit dem Kaiser Konstantin, der in einer Schlacht gegen einen innenpolitischen Widersacher diese Schlacht eben gewinnt. Und die Legende besagt eben, dass ihm prophezeit wurde, dass er, wenn er das Zeichen des Kreuzes sozusagen mit diesem Zeichen in die Schlacht zieht, dass er dann eben die Schlacht gewinnen wird. Er hat diese Schlacht gewonnen. Historisch ist aber hier besonders interessant, dass es eben zu diesem Zeitpunkt schon eine sehr große Zahl an Soldaten gab, die zum christlichen Glauben übergetreten waren. Und zwar in beiden Heeren, in dem Heer, das er angeführt hat, und auch im Heer des Gegners. Und man nimmt eben an, dass hier natürlich jetzt das sogenannte Mailänder Edikt, ich weiß schon, im Internet wird erklärt, dass es nicht so heißt, aber ich nenne es jetzt trotzdem so, der Einfachheit halber, dass er eben 313 nach Christus verfügt hat, dass eben ab sofort das Christentum im Römischen Reich toleriert werden soll. Und es könnte damit zusammenhängen, dass der Kaiser Konstantin damit seine Herrschaft stabilisieren wollte, weil eben offensichtlich unter den eigenen Untertanen und sogar im Heer diese Religion eben trotz der langen Verfolgung sich so stark ausgebreitet hatte. Und dann geht es eigentlich relativ schnell innerhalb dieses 4. Jahrhunderts, wird dann das Christentum sogar zur Staatsreligion. Da gibt es mehrere Schritte. Es wird ein Konzil einberufen in Nicäa. Das ist in Südosteuropa. Oder sogar an der kleinasiatischen Küste der Ägäis. Bitte nachschauen selber. Auf jeden Fall, ein Konzil ist eine Zusammenkunft von, also jetzt wäre es in der katholischen Kirche eine Zusammenkunft von allen Bischöfen, die sich sozusagen über Glaubensfragen austauschen. Und bei diesem Konzil von Nizäa wurde das Christentum irgendwie zu einer mehr oder weniger einheitlichen Lehre geformt. Es wurde ein einheitliches Glaubensbekenntnis festgelegt und auch der Kanon für das Neue Testament, also alle Schriften, die dann im Neuen Testament heute sind, wurden damals festgelegt. Und es wurde auch entschieden, dass manche Schriften eben dann nicht hineinkommen sollen. Die christliche Kirche wurde dann, was sie am Anfang nicht war, relativ hierarchisch organisiert. Oder genau gesagt, eigentlich sehr hierarchisch organisiert. Und der Bischof von Rom, das ist übrigens bis heute so, ist eben bekannt als Papst. Und er trägt diesen Titel des Pontifex Maximus, also des großen Brückenbauers, den eigentlich ursprünglich der oberste religiöse Leiter in der römisch-antiken Religion hatte. Und nicht einmal 70 Jahre nach der Tolerierung entscheidet sich dann Kaiser Theodosius 380 nach Christus, das Christentum zur alleinigen Staatsreligion zu machen. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt dann eine Unterdrückung heidnischer Kulte. Und es wird sozusagen zur Staatsangelegenheit, auch innerchristliche Abweichungen und Irrlehren, das sind sogenannte Häresien, zu verfolgen. Das heißt, der römische Staat hat sich also auch in den Dienst gestellt, hier der offiziellen christlichen Kirche bei der Durchsetzung gegen innere Kritiker und so weiter, sich also dieser Kirche zu helfen und zur Durchsetzung der einzigen wahren und richtigen Interpretation des Christentums zu verhelfen. Abschließend möchte ich das Ganze jetzt mit der Teilung des Römischen Reichs im Jahr 395 nach Christus. Es gibt hier auch einen kurzen Text aus dem Buch auf der Seite 38 zum Lesen mit einer kleinen Geschichtsmappe auch. Das Römische Reich wird eben 395 geteilt. Die Antike neigt sich auch langsam dem Ende zu. Man spricht jetzt schon von der Spätantike. Und zwar wird das Römische Reich am Balkan sozusagen getrennt in den westlichen Teil, der mehr
vom lateinischen Alphabet dann geprägt wird, wo dann die Missionare sich auch darum bemühen, eben die Bevölkerungen, die noch nicht zum Christentum übergetreten sind, zu missionieren und sich dort auch teilweise dann darum kümmern, dass die Sprachen sozusagen Alphabete bekommen, die dann auf Grundlage des lateinischen Alphabets sozusagen eingerichtet werden. Und der östliche Teil ist griechisch geprägt. Hier missioniert beispielsweise Cyril. Und hier wird also ja, östlich von Serbien praktisch, Bulgarien und dann noch weiter in den Osten und den Norden, Ukraine, Russland, in späterer Zeit dann im Laufe des Mittelalters, werden dann auch die Alphabete der dortigen Sprachen dann auf Grundlage des griechischen Alphabets sozusagen ausgearbeitet und es entsteht dann eben die kyrillische Schrift in diesen Sprachen und es festigt sich dann dort eben auch in weiterer Folge nach einer Spaltung des Christentums, die offiziell erst im 11. Jahrhundert erfolgt, aber tatsächlich schon vorher angelegt war, erfolgt eben diese Spaltung auch entlang dieser Linie ungefähr, also nicht ganz genau, aber ungefähr in einen römisch-katholischen mittel- und westeuropäischen Bereich und einen griechisch-orthodoxen oder zumindest orthodoxen christlichen, eine orthodoxe christliche Glaubensrichtung im östlichen Europa.